später. Herr Minister, wie geht es denn heute weiter mit der Visa-Liberalisierung? Wir wollen eine Notbremse einführen. Was bedeutet das? Heute werden wir zunächst einen Meinungsaustausch über die Flüchtlingskrise insgesamt haben. Wir werden auswerten, wie die Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und der Türkei funktioniert und uns damit beschäftigen, wie wir daran arbeiten und verhindern, dass die Ausweichroute über Libyen und Italien neue Flüchtlingsströme nach Europa bringt. Vor allem heute wird beschlossen eine Änderung der Visa-Verordnung. Damit wird eine Art Notbremse in das Visasystem eingebaut. Die wirkt so, dass wenn sich herausstellt, dass bei einem Land die Visumsfreiheit missbraucht wird, dass dann die Visumsfreiheit ausgesetzt wird. Das ist dann der Fall, wenn etwa die Zahl der Asylanträge aus einem solchen Land, zu dem Visumsfreiheit besteht, erheblich ansteigt, wenn es einen erheblichen illegalen Aufenthalt gibt, wenn es eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gibt, dann wird zukünftig die Visumsfreiheit mindestens mal für 6 Monate ausgesetzt. Das gilt sowohl für die Staaten, bei denen bisher schon Visumsfreiheit herrscht. Das gilt aber auch für die Staaten, bei denen möglicherweise zukünftig die Visumsfreiheit beschlossen wird. Das ist ein großer Erfolg, insbesondere auch für die deutsch-französische Initiative, die wir exakt zu diesem Punkt vor einigen Wochen begonnen haben. Herr Minister, wie bewerten Sie die bisherige Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens? Die türkische Seite hat ihre Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt. Die Mechanismen funktionieren. Vor allen Dingen kommen weniger Flüchtlinge in Griechenland an. Das Thema Bedingungen für die Visumsfreiheit allerdings ist noch nicht erfüllt. Daran wird noch gearbeitet. Heute wird es dazu keine Entscheidungen geben. Im Moment ist eher das Problem, dass die Rückführungen von den griechischen Inseln nach der Türkei, dass die nicht so schnell und nicht so wirksam funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und warum denken Sie, dass die Umverteilung der Flüchtlinge weiterhin schleppend verläuft? Nun, wir konzentrieren uns jetzt ja besonders auf das Resettlement aus der Türkei. Gestern ist wieder ein Flugzeug mit über 100 Menschen aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Dieser Mechanismus funktioniert auch auf einem erträglichen und niedrigen Niveau. Und das Thema Verteilung ist weiterhin mühsam. Aber wir werden darauf bestehen, dass der Beschluss, den wir ja mühsam getroffen haben, auch nach und nach umgesetzt wird. Herr Minister, wie reagiert denn die Türkei auf die Notbremse? Ist das nicht wieder eine Hürde? Schaffen wir das überhaupt noch bis Juni mit der Visa-Liberalisierung für die Türkei? Die Entscheidung über Visa-Liberalisierung für die Türkei oder andere Staaten steht heute nicht auf der Tagesordnung. Dazu müssen auch die Bedingungen erfüllt werden. Die Notbremse, die heute beschlossen wird, also die automatische Aussetzung für den Fall des Missbrauchs, betrifft alle Staaten und ist nicht gegen irgendein Land gerichtet, sondern dient dem Schutz der Durchsetzung der Visumsfreiheit und dem Verhinderung des Missbrauchs einer solchen Visumsfreiheit. Vielen Dank.